Das gibt's doch eigentlich gar nicht. Das Jahr 0 in der Zeitrechnung. 0 AD heißt dieses Spiel. Ich bin Dennis und ihr schaut die Spielkinder. Wir schauen uns nach vielen, vielen Jahren, die es schon in der Entwicklung ist, mal dieses Spiel an. 0 AD oder das Jahr 0 im Deutschen. Ein Strategiespiel in bester Age of Empires, Age of Mythology Tradition. Vielleicht auf Warcraft 3, also die klassischen die klassischen voll ausgereiften Echtzeitstrategiespiele der 2000er Jahre sollen sich hier drin wiederfinden und das kommt nicht von ungefähr. Wie immer bei einem neuen Let's Play, das kennt ihr ja von uns schon, gibt es kurze Info-Schulstunde. Also das Spiel ist von Wildfire Games. Die haben jetzt nicht irgendwie ganz viele große Strategiespiele entwickelt, die man alle kennt. Aber die gibt es schon sehr lange. Die gibt es schon mindestens seit ungefähr 15 Jahren. Die haben nämlich 2001 schon eine Age of Empires 2 Mod rausgebracht, namens Rome at War. Die ist relativ bekannt. Die habe ich damals mit Freunden auf LANs auch gespielt. Und da haben sie sich wohl einen gewissen Know-how angeeignet und einen gewissen Fankreis gesammelt, sodass sie dann weitergemacht haben mit Mods für Strategiespiele. Und seit etwa fast schon 10 Jahren, muss man sagen, also mindestens so seit 2008, 2009, korrigiert mich, wenn ihr mehr wisst, entwickelt Wildfire Games jetzt an 0 AD rum. Und das ist immer noch in der Alpha-Version, das steht hier auch irgendwo, glaube ich. Genau, hier links unten mit den römischen Ziffern Alpha 21 Ulysses. Das ist eine frühe Entwicklungsversion des Spiels, aber auch schon seit vielen, vielen Jahren. Das Ganze erklärt sich dadurch, weil normalerweise werden nur die wenigsten Spiele irgendwie 8 Jahre oder 9 Jahre entwickelt. Das ist ein Open-Source-Spiel, an dem auch wirklich viele Leute mitarbeiten. Also das ist praktisch ein Gemeinschaftswerk der Spieler, der Fans, die das selbst auch weiterentwickeln können. Also man kann sich da einbringen, mit den Entwicklern zusammen dieses Spiel weiterentwickeln. Das ist natürlich schon cool. Und da ist dann sicherlich auch der Prozess, ist schon eigentlich fast die halbe Miete oder ist sogar mehr als das. Da geht es dann eigentlich auch um die Entwicklung des Spiels. Nichtsdestotrotz ist es wohl aber auch ein ganz brauchbares Strategiespiel. Und ich weiß genau, dass hier viele Strategiefans zuschauen. Deswegen schaue ich mir das jetzt mal an. Außerdem bin ich ja immer interessiert an solchen Sachen. Teilweise, wie bei RimWorld, entdecke ich sie auch erst ein paar Jahre, nachdem ihr sie alle schon kennt. Für mich, aber ich habe dann schon mal was davon gehört, von dem hier auch schon, vor 5 Jahren oder so. Aber halt nie angeschaut. Jetzt ist es soweit, jetzt schaue ich mir das mal an. Und damit wir verstehen, was das hier eigentlich ist, und trotzdem ich ja viel Age of Empires und Co. gespielt habe früher, Tutorial, würde ich sagen. Das Spielhandbuch öffnen, Strukturbaum, erfahre mehr über die vielen Zivilisationen. Okay, sprich, es gibt gar kein klassisches Tutorial, oder? Es gibt ein Handbuch. Das ist ja schön. Also wir gucken uns das mal ganz kurz an. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen spröde. Also an dieser Stelle, liebe Entwickler, liebe Spieler und Entwickler, ist ja ein und dasselbe mehr oder weniger zum Teil, baut doch bitte ein kurzes Tutorial ein. Sowas ist immer ganz praktisch, was man in 10 Minuten durch hat oder in einer Viertelstunde und dann hat man alles gelernt, was man halbwegs braucht. Ja, Steuerung brauche ich mir jetzt nicht angucken. Es gibt verschiedene Modi. Es gibt den Einzelspielermodus gegen ein oder mehrere KI-Spieler. KI gegen KI kann man sich noch nicht anschauen, das kommt aber noch. Zum Testen des Spiels kann gegen einen Computergegner gespielt werden, wenn das Spiel mit einem Menschen nicht möglich ist. Also es hat natürlich, glaube ich, auch einen LAN-Modus, soweit ich das verstehe. Mehrspielermodi, ein Spieler muss das Spiel hosten, Spiel beitreten, IP-Adresse, also relativ klassisch, wie man das früher immer gemacht hat. Jetzt kein automatisches Matchmaking oder so ein Quatsch, das gibt's hier nicht. Ist natürlich jetzt nur ein Witz, ich mag das ja eigentlich ganz gerne, dass das heute alles so einfach geht mit Auto-Matchmaking, aber das gab's halt vor damals in den 2000ern noch nicht. Zufallskarte, Szenariokarte, also es gibt auch so Szenarios, okay. Gut, ist mir jetzt alles wurscht, ich spiele jetzt hier einfach mal. Also wir machen jetzt mal, was ist das hier? Kampagne gibt's auch. Noch nicht implementiert. Kampagne gibt's noch nicht. Also da müssen wir vielleicht nochmal 8 Jahre warten, bis dann die Kampagne kommt. Also für Kampagne dann vielleicht doch eher dieses Jahr auf Dawn of War 3 warten oder was kommt noch?
Ergänzt mich, was sind denn die großen Strategiespiele dieses Jahr, die eine Kampagne haben? Da kommen doch bestimmt drei oder vier dieses Jahr raus. Spellforce 3 kommt ja zum Beispiel auch noch. Also, na gut, dann machen wir einfach mal einen Kampf. Ja, das ist jetzt auch wieder, das sieht ja sogar fast genauso aus wie bei Age of Empires. Also, ich kann es gegen Petra Bot spielen. Ist das die Petra Schmitz von Petra Schmidt von wer heißt sie? GameStar. Es gibt immerhin den Petra-Bot. Na gut, spielen wir gegen den Petra-Bot. Was kann man denn spielen? Athena, Britonia, Gallia, Ibera, Karthager, Makedonia, Maurier, India, Inder und noch ein paar mehr. Römer, Römer sogar auch, Spartaner. Nehmen wir erstmal die klassischen Athener und kämpfen gegen die klassischen Perser. Dann haben wir den, haben wir die klassischen Kriege da an der Ägäis. In der Zeit, in der es alles spielt hier, 2500 bis 2000, bis 2500 vor unserer Zeit, also 500 vor jetzt, verdammt, 500 vor Christus. So, Team 1 gegen 2, genau, machen wir mal so, Scharmützel, einfach mal hier ein Scharmützel, genau, Standard, Karte auswählen, und dann gibt es auch verschiedene, oh, es gibt viele Karten, Halleluja, das Alpentäler, guckt euch das mal an. Das ist ja ganz hübsch eigentlich. Wollen wir das mal nehmen? Mehr Optionen. Was kann man noch einstellen? Spielgeschwindigkeit, Siegbedingungen, Eroberung, Strukturen, Einheiten, Königsmord. Also auch mehr oder weniger wirklich die klassischen Age of Empires Spielziele. Bevölkerungslimit 300. Unbeschränkt. Gehen wir nicht auf den Sack hier. Startressourcen, Mittel, Waffenstillstand gibt es nicht. Wir machen jetzt erst, nee, ich nehme das jetzt einfach mal alles so, wie es ist, und dann können wir immer noch bei weiteren Spielen gucken, ob wir dann da irgendwas ändern müssen. So, die erste Folge jetzt wird auch etwas länger, glaube ich, als 15 Minuten, weil ich so viel am Anfang labern musste. Aber es ist auch echt ein interessantes Thema. Also, so, das sieht aus wie Age of Mythology, wenn ich das mal sagen darf. Das hatte ja auch so eine. Ich möchte jetzt nicht sagen primitive, aber eben für die Zeit, in der es entstanden ist, passende 3D-Grafik. So, das sind jetzt hier. Der Computer wird mich jetzt fertig machen, aber ist mir jetzt egal. Das sind Syrer. Warum habe ich Syrerinnen? Ich habe Speerwerfer. Die können mal hier mit nach vorne gehen. Wie kann ich in die Kamera drehen? Mit E und Q. Das bist du? Du bist ein Briten da. Typsi. Aber alles schon vertont und so, und ist nett. Das sind jetzt also meine Bürger, meine Arbeiter. Ja, ganz klassisch baue ich jetzt erstmal gleich mehr Arbeiter am Anfang. Was gibt es denn hier? Es gibt ein Haus, alles schön mit griechischen Namen auch noch. Das ist natürlich nicht schlecht. Apotheke heißt Lagerhaus. Okay. Dann gehe ich mal zu irgendeinem Lagerhaus und sage, ich brauche was aus der Apotheke. Bauernhof. Lager für Nahrung. Verbessert die Sammelrate. Feld. Wenn ich jetzt hier ein Feld hinsetze, dann sammle ich Nahrung, aber ich kann mir auch ganz klassisch, auch wie früher, ich werde das Wort klassisch noch oft benutzen, kann ich ja auch einfach Beeren sammeln gehen direkt. Und hier kann man auch mal Holz wegholzen. Ja, ist schon klar, ihr dreht jetzt gerade am Rad, weil ich hier viel zu langsam agiere, aber ich will das mir auch wirklich angucken. Und manche von euch, das weiß ich ganz genau, sind noch nicht mal geboren gewesen, als Age of Empires 2 rauskam. Das heißt, ihr seid jetzt, habt nicht die gleiche Vorbildung wie ich. Und vielleicht auch nicht wie einige der anderen Zuschauer hier. Das heißt, verzeiht das jetzt mal. Ich versuche das jetzt hier mal so ein bisschen bedächtig anzugehen. Ich würde gerne aber relativ bald mal irgendwie ein Militärgebäude bauen. Oder brauche ich das gar nicht? Hier kann ich meine Militärleute bauen. Was habe ich denn an Nahrung? Ich habe jetzt 50, 80 Nahrung. Die brauchen halt auch echt lange, die Mädels da oben, ne? Ich schicke mal noch ein paar mehr Nahrungssammler hin. Was ist das? Ein Pferd. Ich halte Herdentiere für Nahrung. Okay. Ich glaube, ich probiere das jetzt mal mit einem Feld. Mit dem Bauernhof ist das sinnvoll? Wahrscheinlich wieder sinnvoll, um den Bauernhof rum die Felder zu gruppieren, ne? Dann baue ich jetzt erstmal einen Bauernhof. Weil dann können die da direkt das Zeug hinbringen. So, dann bauen wir mal. Das sind jetzt hier so Nahkampf-Speerträger, das sind Fernkampfleute. Dann bauen wir die jetzt mal abwechselnd. Dass wir da auch von beidem genug haben. Die sollen sich jetzt mal hier sammeln.
Und dann schauen wir mal, wie wir uns hier in den Alpenpässen ausbreiten gegen die KI. Deren Schwierigkeitsgrad ich ja gar nicht einstellen konnte. Es gab ja nur diese Petra-KI. Sind jetzt hier gerade plötzlich diese Nahrungsvorräte aufgeploppt? Okay, interessant. Interesting. Das ist ja interesting. So, dann haben wir das. Die gehen jetzt hier automatisch Steine kloppen, oder was? Erz kloppen? Ne, und jetzt hauen sie ab. Na gut. Dann baut doch mal jetzt hier ein Feld, Mädels. Ihr seid doch jetzt gerade schon am Start hier, könnt ihr doch auch ein Feld bauen. Kann nicht so schwer sein. Die Musik ist ganz chillig, also passt sehr zum Ambiente. Sehr gut. So, da haben wir schon unsere ersten Soldaten. Ach, die können nicht gebaut werden, weil das Haus hier nicht fertig wird. Da würde ich mal 3 Mädels zum Hausbau schicken. Da baue ich dann direkt noch eins. Noch ist hier kein Gegner. Wir müssen dann auch gleich mal scouten, wo die Gegner sind. Hier ist übrigens Stein, das ist gut. Da kann ich doch dann sowas wie Lagerhäuser bauen, oder? Ja, das ist hier so ein Lagerhaus. Und dann können die schneller die ganzen Sachen sammeln. Das ist vielleicht auch gar nicht so doof. Dann schicke ich jetzt mal die Mädels hier auch noch hin. Wie viel können dann auf so ein Feld raufgehen? Ach, guckt, und hier, das ist wie bei Cossacks 3 jetzt auch wieder und wie bei all diesen Spielen. Du kannst dann in den jeweiligen passenden Gebäuden direkt Upgrades erforschen. Hier fehlt jetzt gerade Holz. Die stehen jetzt hier alle rum, oder was? Also da können 5 Mädels können da rauf, okay. Na gut. Dann geht mal auch noch zum Baum. Genau, also hier steht, nee, hier steht 5 von 5, alles gut. So, die bauen da noch mehr Häuser, da möchte ich relativ schnell noch mehr bauen. Bin ich sehr dafür. Denn ich brauche mehr Bauern, ich brauche mehr Soldaten, ich brauche von allem eigentlich mehr, kann man sagen. Gerade ressourcentechnisch ist das ja wichtig, ich muss auch noch Stein und Metall abbauen. Hier hinten ist auch noch Stein. Holz habe ich auch zu wenig, also ich würde dann auch ganz gerne mal eine kleine Truppe zusammenstellen und mal scouten gehen, wo ich die wo ich jetzt die Gegner finde. Ihr könnt ja mal, ihr geht mal hier irgendwie Stein abbauen oder sowas. Ihr geht mal Stein abbauen und wir bauen hier ein Lagerhaus daneben. Das können wir auch hier hinstellen, auf den Weg, auf die Straße. Du gehst noch Holz klopfen da hinten. Klopf auf Holz. Was ist das hier nochmal? Statt der Sammlung mit Weidenkörben aus. Ja, also alles, was so Ernterate erhöhen, schneller ernten, mehr tragen können, das mache ich immer total gerne, sehr schnell. Denn davon hat man ja langfristig total viel. So. Ihr geht jetzt auch hier Steine klopfen. Wir brauchen nämlich natürlich auch Stein. Wenn man erstmal so eine Grundversorgung hat, mit dem ganzen, mit den ganzen Standardressourcen, dann kann man auch gucken, dass man irgendwie sich weiter ausbaut. Das ist immer so meine Taktik. Ist vielleicht ein bisschen lame, aber mein Gott. Ich habe keiner gesagt, dass ich nicht lame bin. Wieso seid ihr eigentlich hier Holz schlagen? Da hinten wird Holz gemacht, das ist okay. Dann geht ihr doch mit hier hin, du gehst noch mit dahin. Und ihr baut vielleicht noch ein paar Häuser. Bauen wir uns hier eine schöne kleine Stadt auf. Nee. Das finde ich gut. Es gibt offensichtlich auch relativ viele verschiedene Formationen. Das ist ja ganz gut. Muss man natürlich erst noch lernen, was sie dann bringen. Und es gibt Befehlsmodi, also ob die sich eher defensiv oder offensiv und so verhalten. Stellung halten etc. Also auch mehr oder weniger der übliche Kram, wenn man es so sagen möchte. Ungenügend Ressourcen, genau. Ich kann jetzt auch wie bei Age of Empires, also es wirkt schon sehr nah dran am großen Vorbild, kann ich jetzt hier in die nächste Epoche aufsteigen. Würde ich tatsächlich noch hinten anstellen und erstmal noch ein paar Soldaten bauen. Muss ich das Feld dann auch manuell wieder neu bestücken? Nee, ne? Rüste deine Arbeiter mit Eisenflug aus. Da brauche ich noch mehr Holz. Das können die Mädels ja jetzt hier dann auch mal
ranschaffen. So. Ein Häuschen. Ah, das kostet auch immer Holz, ne? Na gut, komm, dann sollen die jetzt mal mit in den Wald gehen, damit ich hier mal die nächsten Sachen erforschen kann. Erstmal vielleicht hier die nächste Stufe. Kostet mich noch etwa 200 Holz, brauche ich noch. Und noch sehr viel mehr Nahrung. Da ist vielleicht ein Feld auch ein bisschen wenig. Hat man irgendwo... Hier. Das... Nee, das sind die... Das sind die... Sollten das nicht untätige Arbeiter? Das ist doch kein Arbeiter hier. Das sind Arbeiter? Ach, die können auch arbeiten, oder was? Ist ja geil. Okay, krass, das ist ein Speerträger, der kann auch arbeiten. Die können das alle. Ja, guck mal, dann sollen die mal ein bisschen mit Nahrung sammeln hier, die Jungs. Wenn sie schon mal dabei sind. Da siehst du mal. Die großen, kämpfenden Männer, ja. Die knien sich jetzt hin und sammeln ein paar Beeren von Sträuchern. Finde ich gut. Ja, wenn ihr euch fragt, so was das hier mit der Grafik auf sich hat, warum das so aussieht, wie es aussieht, das sieht ja gar nicht aus wie so ein, keine Ahnung, Company of Heroes 2 oder so. Oder ein vollgemoddetes, supergeiles, aktuelles Echtzeitstrategiespiel. So sahen die Spiele damals aus. Und ich finde es tatsächlich schon beachtlich, dass sie sich da sozusagen grafisch von vor 15 Jahren orientieren. Oder vor 10 bis 15 Jahren, sagen wir es mal so. Mitte der 2000er konnten Spiele schon auch noch so aussehen. Wie, und ihr könnt auch arbeiten. Die können ja auch arbeiten. Der Reiter kann auch nicht arbeiten, oder? Der Reiter kann nicht arbeiten, wollte ich schon sagen. Das ist ja geil, dass du deine Soldaten können in Friedenszeiten auch mit pflücken und so. Das ist cool, das gefällt mir. Das ist ein cooles Spielsystem, eine coole Idee. So, jetzt brauchen wir noch 70 Nahrung. Da sollen sie sich jetzt mal ein bisschen sputen. Und dann ist es auch schon soweit. Haben wir das. Sehr gut. So, hier können wir noch den Eisenflug. Landwirtschaftlicher Ertrag wird erhöht. Was ist das? Eisenäxte, Holz sammeln, schneller. Also jetzt hier forsche ich jetzt erstmal das ganze Zeug. Und dann basteln wir uns noch ein paar Soldaten. Das kann man nicht, da kann man nicht genug haben. Und dann werde ich mal mit so einer ersten Gruppe mal gucken, was der Gegner so macht. Muss ich nur dran denken, dass meine ganzen Leute jetzt hier wieder zurück Alarm schlagen. Was passiert denn dann? Wahrscheinlich kommen dann die ganzen Dorfbewohner auch zurück zum Dorfzentrum oder Stadtzentrum. Das möchte ich ja eigentlich gar nicht. So, sollen die jetzt mal hier schön die Leute bauen? Ich würde gerne was erforschen, dass man schneller Leute bauen kann. Das wäre cool. Kann ich denn jetzt... Also man kann, es gibt keine Kaserne, das wollte ich jetzt nur mal feststellen. Es gibt keine Kaserne, es gibt aber noch Tempel und natürlich einen Markt. Und was ist das? Ein Verwaltungssitz. Achso, das ist nochmal ein neues Stadtzentrum. Die Agora. Im Griechischen das Stadtzentrum, okay. Gut, dann können wir mal gucken, ob wir nicht hier vielleicht dann nochmal einen Tempel hin... der ist groß. Das war hier schön nochmal sehr, sehr geil. Das im Bau befindlicher Tempel sieht aus wie ein eingestürzter Tempel. Da ist die zeitliche Chronologie ein bisschen durcheinander gerutscht. Aber finde ich hübsche Idee. Sehr hübsche Idee. So, jetzt geht es hier auch langsam ein bisschen voran mit dem Aufbau unserer Armee. Da können wir nochmal ein paar Reiter mit draufpacken. Aber wie kriegt man es denn jetzt hin, schneller Truppen aufzubauen? Dann müsste man ja jetzt eigentlich noch ein Stadtzentrum bauen. Das kostet aber ordentlich. Da muss man richtig ordentlich Holz ran schaffen. Da frage ich mich jetzt natürlich als mitdenkender Spieler, ist es so, dass die verschiedenen, es gab ja so 8, 9, 10 verschiedene Völker, dass die das verschiedenartig handhaben? Also, dass man da vielleicht auch ganz unterschiedliche Gebäude baut und da unterscheiden die sich nur so ein bisschen in den Truppen. Bei Age of Empires war es ja dann häufig so, dass die verschiedenen Völker sich nur in der Optik der Gebäude zum Teil unterschieden und zum Teil auch nicht. Und dann hatten die alle mehr oder weniger die gleichen Truppen, aber es gab noch
Es gab noch so Spezialtruppen. Also da hatten dann die berühmt sind, denke ich, die englischen Langbogenschützen oder so. Die hatten die dann. Und die hatten dann auch nur die Engländer. So. So, jetzt haben wir doch hier schon eine ganz ordentliche Armee. Das ist jetzt die Frage, wo finde ich den Gegner? Da würde ich jetzt mal mir meine Armee schnappen. Das sind jetzt 25 Mann ungefähr. Natürlich noch kurz. Ach, das Haus ist schon wieder voll. Gut, dann nehmen wir uns jetzt die Armee und auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt sterbe, werde ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen erkunden. Das ist übrigens der Rand der Karte. Warte mal, ich habe hier auch so ein Einflussgebiet oder sowas, ne? Das ist ja cool, das wusste ich ja noch gar nicht. Okay, also das hat wohl auch so eine Art Einflusssektorensystem oder so, weil sonst gäbe es ja hier nicht so eine Grenze. Also wahrscheinlich kann ich gar nicht außerhalb dieser Grenze bauen, kann das sein? Oder ich kann da bauen und die Gebäude verschleißen dann, so wird es ja manchmal gehandhabt. Und so richtig geil kommt mir gerade die Wegfindung auch noch nicht vor. Die Jungs wissen auch nicht so richtig, wo sie hinwollen. Okay, pronto, pronto. Sagt er zumindest. Könnte man meinen, ist aber natürlich kein Italiener, also sagt er sicherlich nicht pronto. Ich kann leider nicht so gut Griechisch, sonst könnte ich das... Außer Yamas und Tsutaki und Uso kann ich auch nichts sagen. Und Hellas. Aber da hört es dann auch auf. Ich denke, das können die meisten Leute. Wir natürlich erstmal rausfinden, wo ist hier unser Gegner. Ich habe ja Nebel des Krieges an, das heißt, ich sehe halt auch die Map nicht so richtig. Ja, guck mal, aber hier wäre der schnellere Weg gewesen. Und hier ist auch tatsächlich eine ganz gute Verteidigungsecke. Ach, jetzt checke ich das erst. Die Soldaten, die können dann auch noch krassere Sachen bauen irgendwie. Da bauen wir jetzt, ich bin ja großer Fan davon, dann bauen wir jetzt hier mal so einen Verteidigungsturm hin. Okay, also die fucking Soldaten, die können das Zeug bauen. Jetzt verstehe ich das auch erst. Oh, da ist ein Gegner. Oh, der erste Kampf macht ihn kaputt. Yolomon, Yolomon. Verdammter Perser, so, weg mit dir. Keine, nicht falsch verstehen. Alles nur im Spiel. Ich habe nichts gegen Perser. So, genau, wir können auch wieder Mauern bauen, das ist auch gut. Können sogar Stadtmauern bauen, also Steinmauern. Und dann gibt es hier das klassische Zeug, Kaserne und den ganzen Kram. Das habe ich doch vermisst, Leute, das habe ich doch vermisst. Das ist doch cool, dass es das hier auch alles gibt. Und das Tolle ist, das können die Soldaten selber bauen. Da brauchen wir keine doofen, netten jungen Damen für, die das machen. Cool. So, dann heißt, wir haben jetzt hier so einen geilen Turm. Dann können wir jetzt hier noch Zinnen draufsetzen. Das kostet uns Eisen und Stein. Wie, und stationierte Söldner? Muss ich die jetzt noch manuell stationieren? Wachposten. Achso, also der feuert schon auch von alleine, oder? Also, verstehe ich das richtig? Pfeilschütze. Reichweite kann ich erhöhen. Ah, da kommen schon die ersten hier. Zieht euch mal zurück, Jungs. Zieht euch zurück. Zieht euch zurück. Ziehen Sie sich zurück hinter den Turm. Wir wollen mal sehen, was der kann. Das sieht für mich ganz gut aus eigentlich. Er greift halt auch gerade nur mit so kleinen Einzeleinheiten an. Wieso, wo laufen die denn jetzt hin? Warum kommen denn hier jetzt gerade zwei... Haben die jetzt ein Schaf hier irgendwie sich geholt? Oh, das ist ja wie bei Age of Empires. Jetzt kann ich das Schaf durch die Gegend schicken. Und das ist jetzt mein... Das ist jetzt mein Spion. Das kann jetzt sich überall umgucken. Und schauen, was der Gegner macht. So, und hier gibt es jetzt hier geilere Leute. Hier gibt es jetzt irgendwie geilere Speerträger. Hier gibt es wirklich nur die Grundeinheiten, oder? Das ist ein Turius-tragender Milizspeerträger. Und das ist ein Turius-tragender Milizspeerträger. Okay, den habe ich da oben auch noch. Aber zum Beispiel der hier, der kostet 50-50. Und der hier kostet auch 50-50. Klingt für mich mehr oder weniger nach demselben. Leichte Kavallerie gibt's und schwere Kavallerie. Berittener Bogenschütze. Nee, das ist natürlich cool. Auf berittene Bogenschützen stehe ich voll. Aber wir brauchen erstmal noch ein paar mehr Häuser. Ja. Sehe ich gerade. Ist vielleicht nicht so schlau, die Holzsammlerin damit zu beauftragen.
mit etwas zu bauen, was Holz kostet. Eher unklug, würde ich sagen. So, dann würde ich sagen, ich sag oft, würde ich sagen, sollte ich vielleicht weniger machen. Ich baue jetzt mal hier eine Gefechtslinie auf, dann stellen sie sich hier schön auf. Und dann, achso, ich kann ja auch noch, einen Priester ausbilden, der heilt dann meine Leutchen. Das finde ich gut. Das könnte wichtig werden. So, dann haben wir hier auch mal wieder ein Haus gebaut, das ist auch schön. Mal einen Priester noch mit nach vorne schicken, da ist er. Om nom nom, wollololo, wollololo. Ne, wir sind ja hier nicht bei Age of Empires. So, hier dann noch die berittenen Bogenschützen. Kommen die immer gleich in zwei Zweierteams raus? Mal ganz kurz gucken, der ist hier gleich fertig, der eine. Und das sind dann... Ne, ist einer nur. Okay, dann war schon einer fertig. Gut, dann haben wir jetzt noch einen Priester hier am Start, der kann dann die Leute heilen. Hier ist ja einer verletzt oder zwei. Dann soll er sich mal kümmern. Macht er das? Macht das von alleine? Macht er von alleine, ne? Oh, alle sortieren sich um. Wildes Durcheinander. Ja, ja, der heilt gerade. Ist gut. Leute, kommt. Chillt mal. Chillt mal. Stellt euch mal irgendwo hin. Hier vorne, so. Da drehst du am Rad. Da wissen die alle nicht mehr, wo sie hinwollen. Gut. Wir haben uns geordnet. Nächstes Mal marschieren wir zum Gegner und putzen den weg. Und dann schaue ich mir mal an, wie das Spiel sonst noch so aussieht. Vielleicht können wir ja auch mal Multiplayer spielen. Denn das ist die interessanteste Information. Oh Gott. Ich muss hier kämpfen, Leute. Ich kann jetzt nicht reden. Wir müssen jetzt hier die Leute tot machen. Mit ihren scheiß Kamelen. Das geht ja nicht gut hier. Oh, das war mal eine Riesenarmee. Leute, zieht euch mal zurück. Okay, ich wollte gerade abmoderieren, aber das geht jetzt nicht. Es ist viel zu wichtig gerade, um abzumoderieren. Zieht euch mal hinter den Turm zurück. Das ist jetzt dringender als alles andere. So, und jetzt Angriff. Und Stellung halten halbwegs. Oh, das sind aber echt viele Fernkämpfer. Krass. Der Turm könnte ruhig mal ein bisschen mehr mitmachen hier. Das ist ja, das geht doch alles nicht. Na komm. Scheiße, mir sterben die Leute weg. Oh, sind das viele. Okay, jetzt überrennt er mich. Jetzt überrennt mich die Sau. Gut, überrascht mich jetzt bei der ersten Partie, ehrlich gesagt, auch nicht so massiv. Ich habe ja noch überhaupt keine Ahnung gehabt, wie das hier alles funktioniert. Dabei habe ich so einen schönen Turm gebaut. Das darf doch eigentlich gar nicht passieren. Was soll das denn alles? Ich habe auch viel zu wenig Nahrung. Ich produziere viel zu wenig Nahrung. Die hier gerade mal 5 Mädels. Ich hätte wahrscheinlich jetzt schon 10 so eine Felder haben müssen, damit ich hier eine Chance habe. Na gut. Würde ich sagen, das nehmen wir mal ins Protokoll auf. Unter habe viel gelernt. Und während ich jetzt hier gerade noch mit Venenfaden untergehe, kann ich trotzdem abmoderieren. Das war's mit der ersten Folge Zero AD. Und das Schöne ist, ihr könnt mitspielen und ihr müsst nichts dafür tun, außer auf die Webseite gehen von 0AD. Schreibt sich so, wie es im Videotitel steht. In der Videobeschreibung ist der Link auch zur offiziellen Webseite. Könnt ihr einfach runterladen. Kostet nämlich nichts. Ist ja, wie gesagt, Open Source, wird einfach von allen Spielern mit weiterentwickelt und ist absolut kostenlos. Das mag auch einer der Gründe sein, warum es seit 10 Jahren entwickelt wird und nicht fertig wird. Ah, guck mal, jetzt haben die den Turm erobert. Cool. Okay, also das mit Gebäude erobern und so, das lernen wir dann auch noch. Aber erst in einer nächsten Folge, die ich auch gerne mit euch bestreite. Also vielleicht noch nicht die nächste, aber dann die übernächste oder in 2-3 Folgen. Wie gesagt, wir können auch Multiplayer spielen. Lasst uns das versuchen. Bis denn, Leute. Macht's gut.